Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Off Life and Land auf unserem Sidious-Kanal zurück in unserem kleinen neuen Projektchen hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da steht jemand Wache oder wie heißt der? Ja, wir haben hier auf jeden Fall wieder ein neues fertiges Haus. Da müssen wir mal eben kurz nochmal jemanden zu. Okay, Wally und Sylvia haben sich dort schon geschnappt. Hat natürlich auch was. ja, wir haben es hier mitten in der Nacht. Ja, es gibt Leute, denen kalt ist tatsächlich. Die schlafen hier am Lagerfeuer. Unter anderem Petra und Sandy. Hier haben wir Wally. Ist natürlich nicht so schön. Erika ist kalt. Ich weiß jetzt auch nicht, was Erika vorhat. Ah, die holen sich hier jetzt Vorräte. Nun gut, was wir ja noch haben. Wir haben hier noch eine Baustelle. Stefan muss sich da noch drum kümmern, dass das fertig wird. Dann haben wir hier noch eine Baustelle. Da dran ist Vincent, dass das fertig wird. Und dann schauen wir mal. Hier oben sehen wir jetzt ja, sehen wir auch, wie lange unsere Vorräte halten würden. Wir sind jetzt hier mitten in der Nacht. Ne? Wir haben es 23 Uhr jetzt. So langsam aber sicher dürfte hier Schicht im Schacht sein. Ein paar fleißige Leute haben wir hier noch. Aber ansonsten wird es hier echt langsam aber sicher duster. In der Zeit würde ich jetzt aber gerne tatsächlich zumindestens schon mal anfangen, Wege zu planen. So. Ich würde gerne einen Weg hier hoch zum Lagerfeuer haben. So. Und ein Weg soll hier bei den Häusern längs gehen, natürlich. So. Ob das letztendlich irgendwelche Auswirkungen hat, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Was haben wir denn doch so Schönes? Ich würde sagen, hier den Weg gerade durchziehen bis hier. Oder beziehungsweise bis hier, weil ich würde in dieser Folge gerne auch hier eine Anglerhütte hingebaut haben wollen. Das machen wir dann da auch mal so gleich. Erstmal den Weg. So, bis hier. Hier dann gerade hoch, weil, ne, Holzfäller. Dann haben wir den Anschluss nämlich auch. Einmal hier längs und einmal hier dran. Denn von hier aus geht's dann weiter Richtung Steinmetz. Ein bisschen hin und her. So. So. Und dann geht das von hier aus gerade runter. Hier ist die Brücke. Und dann haben wir hier den Weganschluss. Und somit alle unsere Positionen miteinander verbunden. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, hier würde ich gerne eine Anglerhütte hinsetzen. Müssen wir mal gucken, wo das geht hier. 12 Gewässer, 13 Gewässer. Am besten wäre ja anscheinend sowas hier, ne? So mitten rein ins Gemüse quasi. Dafür müssten aber hier quasi die Bäume und Büsche weg. Das sind nur 4, 8. Wir müssten hier sieben, vier. Nee, es muss sich ja schon lohnen, ne?
glaube, hier ist am schlauesten. Hier haben wir 8 Gewässer mit drin. Das heißt, gut Möglichkeiten hier Fisch zu fangen. Machen wir. Wir können ja hier auch Sachen entfernen, aber das wird, glaube ich, mit dem Bau sich sowieso erübrigen. Da möchte ich hier definitiv auch nochmal den Weg haben. So. Das führt ja hier so ein bisschen am Wasser längs. Und dann hier gerade drauf zu. So. Okay, dann haben wir das. Und jetzt können wir uns mal so, da wir die Wege ja zumindest schon mal vorskizziert haben, können wir ja tatsächlich mal gucken, ob wir hier so ein bisschen was mit Fackeln machen können. Warte mal. Platziere Packstücke als Dekoration an der Seite einer Fläche. Ah, okay. Seite, perfekt um das Gebiet ein wenig zu erleuchten. Aber es ist nur Dekoration. Macht nichts. Macht nichts. Ob es nur Dekoration ist, ist mir egal. Vom Ding her, weil ich mag es, wenn es ein bisschen beleuchtet ist, zumindest. So. Das Gute ist, die Dekoration an sich, die kostet nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich werde einfach mal so an Kreuzungen und Kurven werde ich einfach mal so Dekoration, einfach mal so Fackeln aufstellen. Das macht ein bisschen was fürs Ambiente hinher, glaube ich. So. Dann ist ja sonst alles ein bisschen duster hier, nicht wahr? So. Okay. Ich glaube, damit haben unsere Leute gut zu tun. Ja, wir haben es jetzt mitten in der Nacht. Ich würde jetzt tatsächlich mal so ein bisschen die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochdrehen. Zumindest so lange, bis unsere Peoples anfangen, munter zu werden und wach zu werden. Dass man dann wieder sehen kann, wie sie arbeiten und auch die Abläufe alles ein bisschen koordinieren kann. Ah, währenddessen nehmen wir einen Schluck aus der Kaffeetasse. Ne? Kaffee ist wichtig. So. Ja, tatsächlich jetzt mal gerade entspannte Ruhe. Die Tiere sind hier unterwegs, wieseln hier jetzt so auf unserem Lande längs. Für die Leute werden hoffentlich heute auch die Häuser fertig. Das wäre schön. Oh, jetzt selbst das Lagerfeuer ausgegangen. So, wir haben es jetzt 5:30. Oh, da wieseln schon die ersten rum. Stopp! So, einfache Geschwindigkeit. Es geht wieder zurück. Unsere Leute wachen auf. Auch morgens erstmal wieder ein Zusammentreffen, wie mir scheint. Sehr schön. Erstmal miteinander quatschen, erstmal miteinander klönen. Finde ich sehr cool. Das ist so ein kleines süßes Feature. Das ist cool. Ein bisschen das Leben mit simulieren, ein bisschen die Geselligkeit der Leute auch zusammen einbringen, finde ich echt schön. Und dann mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Guck mal hier, wir können sogar Zäune, Holztor, Steinmauer, gesichertes Tor. Aha. Können wir alles aufbauen. Kostet aber auch dann Stein. Gehauener Stein sogar. Genau, was mir noch aufgefallen ist, wir haben ja noch unsere Aufgabe hier, Gartenbeet müssen wir noch anlegen. Ich habe oft gestanden, keine Ahnung. Lagerfeuer, Feldwege, Gras, Busch, Kaktus, Weizenfeld. Weizenfelder können wir so sogar auch anpflanzen, okay.
Palme, Obstbaum, Nadelbaum, Laubbaum. Also wir können sogar nachpflanzen, das finde ich voll cool eigentlich. Einfacher Backofen. Rudimentärer Schneidertisch, Sägeplatz. Wo kriegen wir denn so ein Gartenbeet her? Das würde mich ja mal interessieren. Da würde ich die, glaube ich, hier so hinter den Häusern ansetzen. Gartenbeet, da! Schaffe ein neues Gartenbeet. Wenn wir uns um unsere Gärten kümmern, werden wir eine Menge Wurzeln, Beeren und etwas Gras bekommen. Cool! Okay, damit züchten wir quasi auch unsere Sachen. Da könnte man tatsächlich ein kleines getrenntes Feld mitmachen, ne? Ich weiß noch nicht. Vielleicht hier in dem Bereich? Wenn man hier so ein bisschen die Felder anbaut? Nicht allzu weit von der Sammlerhütte weg. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Könnte man natürlich auch hier machen, ne? Hier neben der Sammlerhütte. Das wäre eigentlich auch voll gut. Wollen wir mal gucken. Kriegen wir hin. So, auf jeden Fall sind unsere 10 Peoples jetzt ordentlich hier am Malochen. Die haben jetzt natürlich auch gut Arbeit bekommen, weil sie gesehen haben, so über Nacht sind hier Wege platziert worden. Und auch die Anglerhütte da hinten muss ja auch noch fertig werden. Die fangen jetzt an jeder Baustelle an zu arbeiten, natürlich. Für die ist jetzt natürlich jedes Wegstück ist eine Baustelle, um die sie sich kümmern. Auch die Fackeln, die hier zwischendurch platziert werden. Ich weiß gar nicht, wer hier jetzt rumrennt, dass er die Fackeln platziert. Ist das Vincent? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schöner wäre jetzt allerdings tatsächlich, dass die Häuser fertig werden. Da werden noch Äste gebraucht, hier wird noch Stroh und Äste gebraucht. Das ist so ein bisschen meh. Wäre cool, wenn das fertig wird. Was macht er jetzt? Ah, die schaffen... Ah, okay, die schaffen hier Essen zur Feuerstelle. Die bereiten nämlich Essen zu. Das ist auch cool. Will mir gefallen. Genau, jetzt über den Tag gehen die Fackeln aus, weil braucht ja nicht leuchten. Sehr cool. Hier oben. Also als erstes werden wohl überall jetzt die Fackeln aufgebaut. Die scheinen wohl immens wichtig zu sein. Ja, mit den Gartenbeeten. Da will ich mir mal überlegen, wo ich die anlege. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch so ein Zaun echt nicht schlecht. Wo haben wir die jetzt gefunden? Gartenbeet, da war das. Boah! Voll groß. Gartenbeet. Wo können wir die hinhauen? Vielleicht auch hier beim Lagerfeuer. Hier drei? Nee. Hier. 1, 2, 3. Hier Weg zwischen. 1, 2, 3. Das wäre doch was, oder? Wäre voll gut, glaube ich. Und dann ringsherum einen Zaun gesetzt. Könnte auch so rum, ne? Das geht auch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann gehen halt die Büsche für den Weg. Aber das ist nicht so wild. Und dann hier ringsherum den Zaun gesetzt, damit hier... Weil da müssen wir dann nämlich tatsächlich darauf achten, die Tiere gehen an die Felder bei. Das machen wir, glaube ich, mal, ne? Ich weiß halt auch nicht. Wird denn dafür jemand abgestellt, der die Felder bewirtschaftet? Bestimmt, oder? Warte mal, wie viele Arbeitsplätze haben wir in der Theorie denn noch? Wir haben 2 Leute hier. Einer ist Holzfäller. Einer ist Steinmetz. Dann brauchen wir noch einen Angler. Dann sind wir bei 5. 2 kümmern sich um das Lagerfeuer. Dann sind wir bei 7. Dann haben wir noch 3. Okay, genau. Dann machen wir auch erstmal nur 3 Felder, richtig? Besser ist das. Weil dann sind wir auf voll... Was? Auf 10. Genau. Dann machen wir das so. Ja,
Eins. Where? Zwei, drei. Ah, cool. Die werden dann so aneinander gebastelt. Ja, sehr schön. Haben wir denn noch jemanden, den wir da aus... Boah, Vincent ist voll am Ende hier. Mathilda ist eigentlich... Was ist hier bei Feuer los? Ha? Feuer ausgegangen? Fehlt denen das Holz? Oder was ist da los? Holz ist gelagert. Gelieferte Güter? Schläft ein Waschbär. Das ist ja cool. Okay, ich werde hier mal irgendwen jetzt einfach abstellen. Warte mal. Ach nee, die haben ja Erfahrung gesammelt. Genau, Blödsinn. Warte mal, was macht denn Luca gerade? Luca ist überall. Den nehmen wir mal dafür. War Erika nicht... Nee, Erika hatte keinen Job tatsächlich, ne? Die hatte eine Wohnhütte, aber das war's auch. Und dann haben wir hier vielleicht... Stefan? Ja. Stefan macht das. So. Gut. Dann sind die drei Plätze auch schon mal belegt. Was ist hier jetzt Phase? Wieso ist hier ein Fragezeichen immer? Das habe ich noch nicht so ganz raus. Hole Brot. Hole Früchte. Okay. Hole Pilze. Aha. Nun gut. So, wo sind die denn alle jetzt gerade bei? Ich muss mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Gerade Äste. Der Vincent. Oh, wer kümmert sich denn hier drum? Shitte. Vincent ist Holzfäller, der kann gerade gar nicht. Warte mal. Hä? Vincent ist der Holzfäller? Nee, Walli. Ah. Genau. Da geht jetzt mal Vincent hin. So. Okay. Komm schon durcheinander hier, wer hier was hat. So. Petra und Sandy sind hier und hier ist tatsächlich noch frei. Vincent und Steffen. Stefan. Genau. So. Stefan. Bam. So. Geil. So, damit haben jetzt alle Bewohner ein Haus. Sehr cool. Sehr schön. Freut mich. Wichtig und richtig. Wollte voll süß. Schön. Die Tierchen, die hier so durchspringen. Sehr schön. So, damit haben wir das auch so ein bisschen. Hier wird schön Essen produziert. Sehr gut. Ansonsten, warte mal. Was hat es mit den Gebäudeverbesserungen auf sich? Das würde mich mal interessieren. Warte mal. Folge dem Ziel. Gebäude abreißen. Ne, das wollen wir ja nicht. Umbenennen können wir das Ganze noch. Oh, hier gibt es noch einiges zu bauen. Da haben wir noch gar nichts, ne? Da müssen wir auch mal gucken. Weil... Das sind definitiv Sachen, die wir brauchen werden für Stufe 2. Würde ich... Weil hier sind ja Stufen. Und ich habe... In der Theorie zumindest habe ich es tatsächlich schon fertig gebracht, alle Bewohner zu verplanen.
War vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die hellste Idee, aber mal gucken. Wir müssen uns ja erstmal hier ein bisschen organisieren. So. Was wir noch machen können. Nee, die bauen jetzt bestimmt erstmal genau. Ich sehe schon, die bauen hier teilweise schon die Wege. Ja, der Holzfäller ist jetzt am Anfang natürlich somit das gefragteste überhaupt. Weil Arbeitsmaterial bzw. Baumaterial halt echt überall gebraucht wird. An jeder Stelle. Danke, Angelplatz ist fertig. Sehr schön. Stefan ist eingestellt. Ach cool, das ist auch automatisch passiert. Ah cool. Mega. Dann wird Stefan uns jetzt Fische bringen. Cool. Sehr, sehr schön. Das ist auch von alleine passiert, sodass die freien Leute sich so ein bisschen da selber arrangieren. Das finde ich echt gut. Ich meine, das haben sie ja bei den Wohnhäusern auch schon gemacht. Ah, Mensch. Haustierplätze. Aha, aha. Extra Komfort. Öffnet den Komfort mit einigen Anpassungen. Verbesserung verfügbar. Jährliche Kosten sind Gras. Aha. Führt zu einem erholsamen Schlaf. Verbesserung verfügbar. Aha. Jährliche Kosten 5 rohes Holz. Jährliche Kosten. Wait a minute. Ja, ist doch voll lang, oder? Ah, ach so, warte mal. Jetzt raff ich das erst mit den Verbesserungen. Moment. Da, so. Lagerkapazität plus 50. Gräbt eine Vorratsgrube, um mehrere Nahrungsmittel lagern zu können. Ah, das kann man hier dann alles. Sammelgeschwindigkeit plus 1. Tragekapazität. Und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aha. So, so. Das ist ja mal geil. Okay. Jetzt ergibt das alles so ein bisschen. So, dann haben wir hier. Das ist nämlich. Ah, das Ding hier. Das kann man richtig Verbesserungen reinknallen. Dann haben wir Lagerkapazität. Bietet mehr Lagerraum für. Das gibt es in mehreren Stufen. Dann haben wir hier die Effizienz, die erhöht wird. Gemeinschaftliche Aktivitäten plus 15%. Ein gemütlicher Feuersteller steigert den Spaß. Das ist mega wichtig. Dann haben wir hier die Sammelgeschwindigkeit. Wie gut ist denn das? Warte mal, was? Bronzeschmuck. Oh, Schreck, den haben wir gar nicht. Den können wir gar nicht machen. Was können wir denn machen? Fragen wir mal so rum. 5 Äste, das können wir machen. Das können wir tatsächlich machen. Ah, die Beete sind fertig. Sehr nice. Ah, die werden einfach so bewirtschaftet. Richtig? Weil ich kann hier auch keinen einstellen. Gartenbeet, genau, Gartenbeet. Achso, das hat er gerade im Inventar. Okay. Ja, das heißt, warte mal, das würde ich gerne nochmal machen eben. Ich würde hier gerne um das Beet mal einen Zaun setzen. Weil ich halt echt wenig Lust habe, dass mir hier die lieben Tierchen Ne, eigentlich würde ich eher hier rumgehen wollen. Ja, oder doch so. 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 Und dann gibt's ja hier das Holztor, richtig? Ist doch ein Tor, oder? Ja, großes Holztor. Setze ich hier hin.
So, dann kommt aber der Feldweg. Oh. Wait a minute. Was ist das denn? Da. Das. So. So. Und würde mal jemand bitte das Schaf da mal jetzt. Hallo! Oh. Der stampft hier über meine Felder durch. Ich werd wahnsinnig. Könnte mal jemand das Schaf entsorgen hier bitte? Hallo? So Mist. Schau ich das mal. Wieso rennt das eigentlich nicht weg, wenn hier Menschen sind? Die kennen doch gar keine Menschen. Sollen das? So. Was haben wir denn? Ah, wir haben neue Aufgaben. Fraktionsübersicht tatsächlich. Fraktionsübersicht? Aber klicke auf den Namen deiner Siedlung, um diesen zu ändern. Ah, okay. Das sind solche Geschichten. Ach so. Ja. Gut, das ist jetzt nicht allzu wichtig, würde ich mal sagen. Ansonsten Schutz vor Kälte und Witterung. Feuerholz brauchen wir. Nutzt das Baumenü, um herauszufinden, wie man Feuerholz herstellt. Aha. Über das Baumenü soll ich das herausfinden. Bestimmt hier eine Produktion, oder? Naja, ich sehe schon. Den Sägeplatz brauche ich. Benötigt eine Quelle für rohes Holz, beispielsweise den Forstplatz. Genau. Baut einen kleinen Platz, um Holz zu verarbeiten. Rohes Holz wird durch das Hacken und Sägen zu Brettern und Feuerholz verarbeitet. Hehehehe. Wichtig und richtig. Das brauche ich auf jeden Fall. Dazu brauche ich aber auch. Okay, gehauener Stein habe ich theoretisch. Ich würde mal gern wissen, oder ich würde gern mal gucken, ich würde hier unseren Holzfäller, kann der Verbesserung haben? Kann der tatsächlich? Wie wär's, wenn wir den mal so ein, zwei Verbesserungen zukommen lassen? Das wäre, glaube ich, echt gut. Guck mal, Tücher kann er nicht haben. Äste kann er haben, das würde seine Sammelgeschwindigkeit erhöhen. Rohes Holz kann er auch haben, das erhöht seine Lagerkapazität. Und grob gehauener Stein, das ist doch das, was hier schon produziert wird, richtig? Warte mal. Rohrstein. Grob gehauener Stein. Grob gehauener Stein. Ja, das ist das, was wir produzieren. Dann wäre es doch jetzt am schlausten eigentlich, mal so ein, zwei Verbesserungen für Holzfäller und Steinmetz rauszuballern. Ich mache mal die Lagerkapazität. Und Sammelgeschwindigkeit. So. Und dann schauen wir mal hier. Hier brauchen wir rohes Holz, grob gehauener Stein, das machen wir beides. So. Und ich glaube, gerade für die beiden Arbeitsplätze wird das mega wichtig sein, weil die auch mit die wichtigsten Arbeitsplätze überhaupt sind bei uns im Dorf. Das ist, glaube ich, ganz gut so. So. Hier wird geplant, gemacht und getan. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Hier gehen wieder überall die Fackeln an. Oh, ich finde das schön. Also für Licht haben sie zumindest schon mal gesorgt in unserem Dorf. Ist voll gut. Das Ganze mal von oben nochmal gesehen. Ist echt schön. Schön, schön, schön. Und das ist doch eine schicke Ansicht. Ja, und mit dieser kleinen Ansicht würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen in dieser Folge. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, haut das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten gerne abonnieren, Glocke an, da verpasst ihr auch nichts mehr. Schaut auch gerne in den anderen Projekten vorbei. Und wenn ihr so richtig Lust habt, ist unten auch unser Discord-Channel verlinkt. Einfach drauf tippen und dann könnt ihr auch ein bisschen
vorab Informationen abgreifen, wenn wir irgendwas planen oder machen wollen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wieder wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.